auf unserem neuen Plateau. Ich habe mich ausgetobt mit diversen Baggern und allen drum und dran. Ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was aufgeschüttet. Frag mich noch, ob ich es nicht hier auch aufschütten hätte sollen, bis hier ran dann. Aber ich glaube, wenn wir das so stehen lassen, ist das gar nicht so verkehrt. Das ist halt wirklich ein riesiges Brückenareal dann hier. Das finde ich übrigens auch super schön mit den Flying Spotsman. Die Steinbrücken passen super zu den Flying Spotsman. Richtig schön. Ich bin im Moment eh nur 100 fahren, weil wir nur die Donnerbüchsen oder so haben. Wie heißen sie? Donnerbüchsen, genau. Ja, und ansonsten, ich habe jetzt zwischen den Folgen alles soweit eingerichtet, glaube ich. Sollte kein Problem sein. Bisschen gepinselt. Und in dieser Folge wollen wir uns beschäftigen mit Midgard nach München, denn das ist das letzte Stück, was noch fehlt. Wir haben Midgard nach Berlin. Und da komme ich, habe ich ja genau zum richtigen Moment angefangen mit Mount Safe. Midgard nach Berlin haben wir schon, Berlin, München haben wir als letztes gemacht. Fehlt nur noch dieses Stückchen hier von hier aus bis nach Midgard und dann haben wir es schon. Schauen wir doch mal, wie weit wir da kommen. Jetzt will ich hier vielleicht gleich mal. Sehe ich schon. Das wird eher etwas, ne, wobei es geht ziemlich gut. Nehme ich genau auf. Wo sind wir denn hier? So, das sehe ich natürlich ohne Filter nicht. 146 Meter, dann sollten wir auf alle Fälle noch ein Stück nach oben. Und hier kommt dann aus dem Kämpfen heraus. Wollen wir den kleinen Tunnel noch mitnehmen? Ja, das kann man nicht wegfräsen. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Da, wenn man ein Auge drauf wirft, dann sieht man schon, dass das vielleicht nicht möglich ist, wegzufräsen. Hier das Stück Brücke. Ja, könnte es aufschütten. Ich finde auch vielleicht die Brücke so über den Baum gar nicht so verkehrt. Muss es ja nicht übertreiben, wie hier teilweise. Bei die Brücken, da bieten sich halt an. Könnte ich auch locker an einem Bahndamm rein. Das wird ein extremer Bahndamm. Das muss nicht sein. Wir nehmen aber gleich mal die Steilbrücken mit. Ja, über 120. Jupp. Ist noch ein Stück enger. Ach, nein, nicht viel. Setzen wir es hin. Und dann den ganzen Rest hier noch dran. Keinerlei Probleme. Ja gut. Hier kommt eh das normale Portal. Die anderen Portale, die Download-Portale funktionieren nur für ein oder zwei. Nicht gleich für sechs. Leise. Daher. Das passt so schon. Wir splitten die ja dann eh gleich auf. Bei Gelegenheit. Schauen wir uns aber an, nachdem ich die hier reingezogen habe. Hab mittlerweile mitbekommen, es gibt eine Mod, die kann gleich parallele Gleise ziehen. Die sollte ich mir vielleicht mal runterladen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so oft so viele Stränge nebeneinander haben. Bei zwei, was sagst du dir, was soll's? Und ziehst du halt direkt danach nochmal den nächsten Strang mit dran. Ab bei sechs. Ich glaube, da ist der Punkt schon erreicht, wo man einen Mod sehr gut nutzen könnte. Das ist eine breite Brücke mal wieder. Ich sehe schon, ich übertreibe es wieder vollkommen. Aber sobald wir dann bei Gelegenheit noch die anderen drauf tun, mal da weniger zu bauen. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Der Tunnel ist dann doch länger geworden als gedacht. Gar nicht so schön, echt zu sein. Oh. Hier ist nochmal ein Hügelchen, aber ich glaube, den würde ich dann einfach wegfräsen. Dann lass mal hier bis nach dem Hügel das Ganze noch zusammen. Dann gibt es hier einen Abzweig. Wir haben einen Abzweig direkt hier rüber einmal. Nach hier oben. Und die anderen vier Gleise gehen dann hier rauf. Okay, so die Idee. Könnte auch fast hier schon einen Abzweig machen. Dass der hier schnellstmöglich hier rüberkommt. Und brauchen wir Kurve hier noch. Weil hier müsste ich auch Platz einplanen für die Kurve. Aber ich denke, das wird schon klar gehen. Wir können es einfach mal ausprobieren. Wir setzen hier an. Ja, gut, so eine Mini-Brücke, da schütte ich auch. Ja, ist schon. Ja. Bis
hier ungefähr würde das gehen. Hm. Ah. Ah, da ist irgendwo eine 118. Was auch immer das Spiel manchmal hat, das ist so ein Herspann. Das sind diese Mini-Stückchen, die es immer wieder setzt. Die Mini-Stückchen sind der Feind für jeden Geschwindigkeitsverlauf. Lass uns, du bleibst hier dran. Nein, immer noch nicht. Du bleibst hier dran und ziehst da nicht irgendwo random was rum und dann bleibst du natürlich auch an den Schienen hier. Was war denn jetzt los? Möchte nicht hin. Muss ich scheinbar noch mehr. Jetzt macht das. Muss ich scheinbar noch deutlich näher rangehen, was auch immer da geht. Okay, aber hier haben wir dann kein Problem. Er hält die 120 hier. War nur etwas bockig am Anfang. Ganz ehrlich, das geht sich ziemlich gut aus mit der Höhe. Nicht schlecht. Wenn wir jetzt hier geradeaus gehen würden. Die Frage, wo er einrastet. Rastest du ein oder? Kein Bock. Rastet gar nichts ein. Ah, hier. Hier ist das Stück, wo es einrastet. Dann würden wir ungefähr hier ankommen. Wenn wir mit den anderen dann also noch ein Stückchen weiter links, weil wir hier die Gleise links nehmen. Und dann müsste hier doch locker, weil wenn man sich mal die Kurvenradius hier anschaut, ey, das geht. Dass wir hier dann noch die Kurve ranpacken. Also ich finde, da haben wir einen guten Platz getroffen. Ziehen wir die Gleise bis hier ran. Wie müsste ich denn hier ein Stück setzen, wo wir aufschütten? Ich glaube, an der Stelle weiter aufschütten, ich weiß nicht. Das Problem ist, ich kann hier dann nicht direkt die Brücken anfangen lassen, sonst ziehen die sich wieder irgendwie ineinander. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge gezeigt. Das war nicht schön. Wir können es auch versuchen, nur bis hier laufen zu lassen. Pi mal Daumen. Dass es hier schon auseinander geht, ja, wobei das wird auch zu nah bei den Brücken sein, nämlich. Ich das, sagen wir mal, bis hier laufen lassen. Von hier aus gar nicht nachschauen müssen. Aber wenn ich es von hier aus irgendwo einrasten lasse. Ja. Na gut, dann muss ich halt. Das wird eine Monsterbrücke mal wieder. Ich fürchte, da komme ich nicht drum herum. Und ich muss dann hier auch noch anfangen, die Kurve reinzuziehen. Das kann wieder was werden. Nichtsdestotrotz, ich würde es, glaube ich, so lassen. Ich würde aber lieber, ehrlich gesagt, lieber hier mehr in Richtung dieses Berges gehen. Also wir wirklich von hier aus anfangen. Das heißt, hier müsste ich dann einfach noch mehr aufschütten. Damit es dann letzten Endes schöner ausschaut, finde ich. Reiß das Stückchen hier nochmal ab. Deine Mini-Stückchen. So. Ziehen wir das nochmal hier, ja? Zieh hier ran. Fangen hier an. Du lässt meine Einstellung. Noch mal ein Stück ranzusetzen. Dann bin ich gespannt, wie fern wir da. So. Aufschütten können wir auch nicht. Deine Mini. Ich kann verstehen, woher das kommt, aber ich finde es definitiv nicht gut. Wisst ihr was? Dann ist hier halt eine Klippe hin. Dann ist das so. Zählt nur nicht so, als ob ich nicht schon genügend Bergarbeiten heute gemacht habe. Warte mal. 117, nein. Grundsätzlich nein. Du sollst die Geschwindigkeit halten, wegen, wenn du diese Mini-Stückchen da nicht reinsetzen würdest. Hättest du nicht so ein Mini-Stückchen zum Berechnen,
Und dann würden nicht solche Schwankungen dabei rumkommen. Nicht schön. Okay, wir wissen, wie es funktioniert. Dann können wir dran arbeiten. So. 20. Ich jetzt hier gerade ausziehe. Um. Egal. Aufschütten. So. Wunderbar. Ganz schöner Hang, den ich hier hinbastel. So, alle Geschwindigkeiten in Ordnung. Wenn wir nun von hier aus hier die Kurve rumziehen, auch wieder 120, apropos, die sehe ich so nicht. So. Ja, kommen wir hier ungefähr natürlich da raus, wo wir auch schon unterirdisch waren. Aber das macht sich, glaube ich, ganz gut und ich denke auch fast, wir brauchen dann hier gar nicht hochgehen, sondern könnten vielleicht genau Höhe halten machen. Dann läuft das hier gar nicht so verkehrt. Dann können wir uns hier ebenerdig noch ein Stück nach oben arbeiten. Denn wir sind noch nicht auf der richtigen Höhe, denke ich. Wir müssten jetzt hier ungefähr, sagen wir mal, bei 200 sein. Wir müssen rauskommen bei 205. Ja, perfekt. Dann brauchen wir hier eigentlich nur die Höhe halten. Dann, weil wir sind hier schon bei 187 Meter. Perfekt. Wir haben noch Autosave dazwischen. Schon mal ansetzen. Ganz ein bisschen rüberziehen. Bei 120, so lobe ich mir das. So. Es ist halt jedes Mal bitter, wenn du im Nachhinein feststellst, wegen so einem Mini-Stückchen, gerade wenn es in einem Tunnel oder auf einer Brücke ist, ist das super ärgerlich, weil das in der Regel schwieriger ist, wieder hinzubauen. Stellst du dann fest, dass du nochmal was abreißen musst, nochmal hinsetzen musst, alles unterbrechen musst deswegen und so weiter. Okay. So, fangen wir jetzt mit 6 Gleisen hier an. Hier würden wir dann potenziell nach Valerian kommen. Und wir brauchen jetzt aber eigentlich erstmal nur die 4 Gleise hier weiterziehen. Ich würde sagen, da versuchen wir uns weiter nach oben zu buxieren, denn wir müssten 220 Meter, also Pi mal Daumen, schon erreichen. Ein Stück weniger ist auch okay, dann fräsen wir uns da ein Stück weit rein, aber allzu viel weniger sollte es gar nicht werden. Wir mal erstmal bis hier so hin, Pi mal Daumen. Jetzt natürlich die Strahlbrücke hier hin. Bin aber gespannt, wie sich die Züge dann hier schlagen werden. Ich weiß, sie sind leistungsstark, aber nichtsdestotrotz, es ist halt dauerhaft eine Steigung um 1%. Das ist nicht wenig. Ich glaube, Güterzüge dürfen maximal sogar 1% haben oder sowas. Und die fahren auch nicht besonders schnell. So. Lift. Was von der Seite hier anfangen, das noch versuchen, hier rüber zu ziehen und dann einfach hier die Kurve vom Spiel automatisch machen lassen. Das kann das Spiel in der Regel besser als ich. So. Kurven ranzusetzen, so dass du dann am Ende richtig gut dabei rumkommst. Kannst nur leider keine Wegpunkte zwischendurch setzen und dann den Rest der EK übernehmen lassen. So. Ist aber bei 205 Metern. Und hier sind wir bei 206. Ja, dann ist er hier schon ein Stück hochgegangen, aber ich glaube ein bisschen hoch und runter, das ist schon okay. Frage. Möchte ich mich da ein Stück reinschneiden? Ich glaube schon. Ja, das Stückchen reinschneiden hier ist nicht verkehrt. Und hier haben wir einen Mini-Bahndamm. Das ist schon in Ordnung. Dann kommen wir hier bei dem Feld raus. Ich setze das erstmal, reiß aber dann sofort wieder ein Stück ab.
dass wir hier schon anfangen mit einer Kurve, dass wir hier ein Stück ein bisschen weiter weg vom Feld sind. Ei. Wir könnten hier eigentlich nur ein Stück geradeaus fahren lassen und dann hier erst mit der Kurve starten. Dann zweiteilen wir zwar hier das Feld, aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Gehen hier aber mehr oder weniger bei derselben Höhenlinie noch ein Stück entlang. Wir müssten dann hier ungefähr rauskommen, die Höhenlinie verläuft hier drunter. Dass wir hier relativ gut in der Mitte ankommen. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Also dann doch hier ein Stück weiter. Ungefähr. Ich schon mal das zweite Gleis hier mit den Ohren. Trinke, ja. Na gut. Und dann sind wir direkt am Feld lang. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Wieder in der Abwechslung. Hier oben gibt es weniger Felder. Weil wir mit den Städten bisher weniger gemacht haben, als zum Beispiel hier unten, wo ich alles vollgehauen habe. Und das bringt halt noch mal ein bisschen Abwechslung mit rein. So. Ich glaube fast, das ist zu viel. 219, ja. Das ist halt eher hier so. So ungefähr vielleicht. Und dann von hier aus versuchen, das Spiel selber das finden zu lassen mit der S-Kurve. Das kann ich nicht so gut wie das Spiel. Sind wir bei 210. Glaube ich, in Ordnung. Irgendwas, was mir noch einfällt, weil ich vergessen habe. Ich glaube nicht. So ungefähr. Dann. Heißt jemand ranziehen? Gespannt. Was dann letzten Endes beim Durchfahren wird. So, hier. Setzt man dann im Bahnübergang mit rein, wenn wir ihn brauchen. Bis dahin. Wo du musst. Hier rauf. Stimmt das überhaupt? Erstmal. Ja, 115 auf gar keinen Fall. Dann muss ich da nochmal ein Stück 120 ansetzen. Das mit den Reihenbremsen ist hier in Ordnung. Und hier auch. Wird das schon bei 110 dann. Ja, okay. Also vielleicht muss ich nochmal selber dran Hand anlegen. Nichtsdestotrotz. Das schon. Vielleicht auch noch ein Stück abreißen. Ein Stück näher Richtung Berg, ich glaube schon. Und dann sollte man da gleich nochmal nachschauen, ob wir wirklich auf dem richtigen Gleis sind. Wir fangen hier an mit den zwei ganz linken. Das sind die, die nach Valerian gehen sollen. Wir drehen uns hier einmal mit rein. Dann sind es die ganz linken, die hier abgehen. Ja. Die in der Mitte sind. Sind die Passagiergleise, die hier nach Midgard gehen, also alles richtig gemacht. Gut vorbereitet. So. Dann. Jetzt ein Stück abgerissen. Schaffst du es dann von alleine wieder? Oder sieht doch noch wirklich ein dran? 120, perfekt. 120, ja. Das mit dem Abreißen hat schon die Lösung gebracht. Jetzt hier durch. Bisschen in den. Ich ist nicht mal in den Berg reinfräsen, wie ich sagen wollte, sondern ins Tal eigentlich sogar. Oh Mann. Ja, so völlig in Ordnung. Hätte ich nicht besser hinbekommen. Das Spiel einen sehr guten Job gemacht. In der Berechnung. So. Dann ziehen wir den hier auf alle Fälle noch so weit mit ran, dass wir dann. Na gut, dass wir dann potenziell einfach nur hier einen Abzweig irgendwann mal bauen müssten, um hier noch den Treibstoff ranzukriegen. Und dann hat man auch potenziell eine Möglichkeit, direkt Treibstoff ranzukriegen, sofern wir den mal irgendwann beliefern. Also. Soweit. Dann pudern hier nochmal dran. Über 120, ja. Ich weiß oder so noch nicht, wie es denn wird, wenn wir jetzt wirklich uns auf hoch
Geschwindigkeit umrüsten, man kriegt ja ein Fünftel mehr mit drauf, wenn ich das richtig beobachtet habe. Das heißt, alles, was 120 fährt, müsste dann eigentlich 144 schaffen. Aber wenn wir mal eine 160er Lok hier langfahren lassen, ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird, wenn wir dann wirklich nur 144 schaffen. Oder gar eine 200er Lok und wir müssen runterbremsen bei so einer Kurve, die 144 nur schafft. Aber andererseits, ich finde das auch realistisch. Und daher, schauen wir mal, wie sehr es mir dann gefällt. Vermutlich gar nicht so sehr, aber im Moment würde ich behaupten, das geht schon irgendwie. Ja, und dann haben wir den Streckenschluss geschafft. Oh, wieder ein ganz schönes Stück geworden. Dann wird sich noch ein Stück hübscher machen. Sowas wie Höhenunterschiede hier anpassen und dergleichen, das ist ein Stück schöner für mein persönliches Empfinden ausschaut. Was zwischen den Schienen wegmachen. Apropos, eine Sache haben wir noch vergessen. Ach, haben ja nicht mal mehr. Die alten Straßen hier. Oder warte mal, bist du das? Ja, einfach nur die falsche Straßen gesetzt. Das macht nichts. Wenn wir das hier ransetzen, wie schaut es aus mit dem Bahnübergang? Ja, ist glaube ich vollkommen in Ordnung. Lass mal so. Gut, und eine Sache noch. Ich setze dann gleich auch noch die Signale. Und eine Sache fällt mir auch noch ein, die wir vergessen haben. Ein Depot. Wobei. Nee, der kommt hier nicht drauf. Was bist du denn hier drauf? Nee. Versorgt die Gleise hier drüben. Haben wir hier ein Depot gebaut? Nicht. Wir haben keine Möglichkeit, hier Züge drauf zu kriegen, weil ich die Depots nicht allzu clever gesetzt habe, würde ich was behaupten. Wir können von hier aus noch eine Weiche hier rüber dann bringen. Eben da. Ah, da bin ich nur verschrotten. Hier rüberbringen, dass wir noch Leute drauf kriegen. Wir könnten versuchen, von hier noch eine Weiche hier rauf zu kriegen, dass wir noch Züge drauf kriegen. Hier brauchen wir ja so oder so auch eine Depot. Das heißt, eigentlich wäre es clever, finde ich, wenn wir das Depot so hier hinstellen, dass wir die drei Gleise hier drüben bekommen. Das vierte hier hat schon ein Depot und das müssen wir auch erwischen. Also eigentlich hier drüben irgendwo hin und dann muss ich aber leider hier querfeld ein. Hier sind schon drei Weichen. Das wird schwierig, die noch jetzt anzuschließen im Nachhinein. Oder ist auch doof, wenn wir den hier kreuzen müssen, wenn wir neue Züge drauf bringen wollen. Ist eigentlich alles eine ziemlich unschöne Sache. Also hier ein Depot hin für die drei Gleise ist kein Ding. Das sollte man am besten auch mal gleich machen. Vielleicht. Der falschen so. Würde ich hier vielleicht mal ein Stück hinsetzen. Erstmal ohne Oberleitung. Jetzt habe ich natürlich nicht gemerkt, wie lang das Depot war. Marker setzen es an. Okay, das war ein Stück zu lang. Wo? Aber hier irgendwo bin ich scheinbar getäuscht. Hier kann ich ja, noch nicht. Kannst du in diese Richtung setzen und dann hier ein Mini-Stückchen abreißen, nehmen das wieder weg. Dann müsste das Depot hier hinpassen. Theoretisch. Ja. Aber die Oberleitung nehmen wir definitiv weg. Magst du so mich nicht im Nachhinein konfrontieren lassen? Kann ich auch nicht. Habe ich ganz schick. Ist halt auch übel.
bin fast am Überlegen, wobei, wir haben die Brücke hier einmal so schon hingesetzt. Jetzt hätte ich gesagt, ich bin fast am Überlegen, hier das Depot hinter die Brücke zu setzen, was mir auch noch gerade einfällt ist. Wir wollen ja hier die aufteilen lassen. Dass wir hier das Depot reinsetzen und dann eine Weiche hier nach rechts und zwei Weichen hier nach links, sodass wir alle Gleise hier biegen können. Und hier haben wir noch ein bisschen was, um mehr oder weniger ein Bahnhofsvorfeld zu bauen, noch so ein paar Weichen hier mit reinkommen. Also es würde schon gehen, auch das hier rüber zu setzen. Wenn wir es einmal hier drüben stehen haben, können wir ruhig auch noch mal einen Weg hier rüber bauen. Und auch eine Weiche hier ran. Generell einfach nur eine Weiche hier ran. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ist da was? Ich finde die Idee schöner. Tschüss. Dann. Wie gesagt, hier wollten wir ein Stück weiter aus das Ganze ziehen. Hier sollte es auch schon mal bergauf gehen. Hier das Depot rein. Die Frage an welche Stelle. Hier, die kommen ja eh zusammen. Das heißt, wenn wir hier das zweite von rechts treffen, das Gleis rechts hervorkommt. Wir würden ja dann hier reinfahren ins... Apropos, hier hat man doch das Problem mit den 100 km/h. Ja. Das heißt, wenn wir eigentlich hier auf den Gleisen ausnahmsweise mal Linksverkehr hätten, würde uns das sogar nutzen. Wie schaut es denn hier drüben aus? Ah, hier habe ich dasselbe Problem mit 20. Das ist mehr oder weniger dasselbe Problem mit 105. Aber, also das Einzige, was mich stört, ist, dass wenn die hier einmal auf 100 runterbremsen, dass die im Bahnhof nochmal beschleunigen, was ich gar nicht schön finde. Aber ich habe jetzt da auch keine Lösung für und nee, wir bleiben weiterhin beim Rechtsverkehr. Setze ich hier aber schon mein Signal. Okay, ja, bitte. Lichtsignal. Dann vom Signal aus 5 Blöcke in die Richtung. 2, 5. Dann würde ich gerne versuchen, genau, das hier rüber zu ziehen. Hier machen wir eine Kreuzweiche hin. Wobei, hier kommt gar keine Weiche hin. Das ist einfach nur eine Kreuzung. Dann hat sich die Sache. Und dann sind wir auch schon hier drüben angekommen. Brauchen wir da gar nicht mehr viel rumprobieren. Ah. So mag das nicht. Das ist das weiteste, was er macht. Und das wären 78 km/h. Aber ganz ehrlich, wenn wir da aus dem Depot rauskommen, wie schnell sollten die da an der Stelle schon sein? Ich glaube gar nicht so schnell. So. Das heißt, hier können wir einfach im Prinzip schon direkt... Wobei ganz geradeaus geht auch nicht, weil ich dann das Depot nicht mehr reinkriege. Aber da müssen wir uns gar nicht so viel Mühe geben. Hier müssen wir noch ein Stück Platz lassen, dass wir hier eine Weiche ranbekommen. Weil wenn wir hier auch Rechtsverkehr haben. Ja. Wenn wir hier dann Rechtsverkehr haben, sollte man gleich aufs rechte Gleis drauf. Nicht, dass wir hier noch ein Stück links lang fahren müssen. Wäre ja auch doof. Das heißt, eigentlich müssen wir sogar von hier rechts kommen. Und dann hier rüber, hier in das Depot irgendwo rein. Und dann auch noch vom Depot aus. Wobei, das würde ja reichen, wenn wir uns rechts drauf bewegen, dass wir hier ranfahren. Ja. Hier wieder Rechtsverkehr. Hier können sie dann rauffahren. Hier auch. Dann brauchen wir eine Kreuzung hier noch. Zwei. 6 war es, was wir brauchten. Wenn wir hier erstmal eine ganz stinknormale Weiche machen und dann von hier aus abgehen. Hier rüber. Wo
wo ich das gerade so sehe, es wird eher vermutlich recht schwierig, es in einer annehmbaren Geschwindigkeit hier rüber zu kriegen. Zumal wir das, glaube ich, noch unter der Brücke schaffen müssten. Sonst meckert er wieder wegen Brückenpfeiler, Kollisionen und sonstigen Sachen. '17, '101, '97, '94, '90. Das ist aber auch eigentlich mehr als ausreichend. Wie schlimm schaut es denn dann aus, wenn ich hier, wenn hier eine Doppelkreuz ausweiche, draus machen? Ja, das war der falsche. 44 und 42, das ist ja übel. Wenn ich da neue Züge draufbringen möchte. Ah, das gefällt mir gar nicht eigentlich, aber es ist vermutlich der eleganteste Weg. Hier drüben drauf. Also hier müssten wir halt hier durch den Bahnhof mit. Ja, das Gleis hier drüben. Ja, wir müssten durch den Bahnhof mit. Und dann hier noch eine Weiche reinbauen, hier rüber. Hier ist schon ein Weg, also hier wird es nichts. Hier drüben müsste ich das Depot weiter zurückschieben und dann müsste man hier auch eine ganze Strecke kreuzen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Wir könnten halt hier noch ein zweites Depot mit hinbauen, aber wir hatten ja eigentlich gesagt, wir wollten möglichst wenig Depots hinbauen. So Pi mal Daumen maximal 1 pro Stadt eigentlich. Von daher... Oh. Die beiden Gleise. Ja, vielleicht bin ich schon über 1 pro Stadt. Aber es ist schon so in Ordnung. Auch wenn es mir jetzt nicht gefällt mit den Geschwindigkeiten. Es geht ja nur darum, im Prinzip auch so ein Depot Züge aufgleisen zu lassen. Wenn es dann hier jetzt mal eine 40 ist, dann ist das so. Das ist nicht schön. Aber damit muss ich leben. Aber apropos, so dass man das Depot noch aufstellen. Hier sollte auch mal die elektrischen Gleise dann laufen lassen. Also hier ist es in Ordnung. Hier wollten wir alles wirklich aktiv dafür uns entscheiden, wenn wir Elektrozüge fahren lassen wollen. Aber hier? Schwieriger. Also wir müssen dann hier rechts hin. Dass wir möglichst parallel sind zu den Gleisen. Hier ist so noch nicht ganz. Aber das wird schon passen. Und dann... Hier hin. Mal down. Hätte vielleicht erstmal hier noch ein Stück Gleis ziehen sollen. Und ich weiß, wie das mit dem Hügel ausschaut. Und du änderst meine Einstellung, gefälligst niemals. Also nicht ohne, dass ich ihm was sage. Das finde ich eine nicht so schöne Sache an dem Spiel. Aber dann ist es definitiv zu nah dran. Genau. Mal das Ganze. Nehmen wir es ungefähr hier hin. Und ich habe schon wieder die Oberleitung diesmal vergessen. Weil ich glaube, ich die auch im Nachhinein nicht dran kriegen kann. Du kannst es im Nachhinein nicht wegmachen. Also, halt. Ich muss das nochmal ausprobieren, ob das nicht doch geht. Ich habe gerade eine Idee. Egal. Wir wollten hier rüber. Das, wenn möglich, in einer annehmbaren Geschwindigkeit. Wollen wir uns wieder an den 90 km/h orientieren? Oder wir könnten auch sagen, wir versuchen erstmal das hier drauf zu kriegen. Naja, wäre glaube ich schon besser, als das hier zu machen, weil das andere hier leichter sein dürfte. Das da drauf zu kriegen. Aber dann schaut es nicht so aus, wie einfach nur 6 Schienenstränge nebeneinander, sondern es gibt noch mal ein paar Weichen und einen drum und dran. Das ist glaube ich nicht verkehrt. Aber schauen wir mal, wie weit man es hier ziehen kann. Zu nah dran. Sind wir doch ungefähr bei den 90.
Aber hier kommen wir uns mit den anderen Schienen in die Quere. Das muss ja eigentlich nicht sein. Und das vielleicht parallel hin? Also ungefähr hier zu der anderen Weiche. Das die beiden, nennen sie mal Schaltkästen, diese, wo das Gestänge drin ist. Dass das halbwegs nebeneinander ist. Und bei 91. Genau. Dann sind sie sich hier nicht ganz so nah. Bau das mal und dann schauen wir uns an, wie sie ausschaut. Ja, und dann sind sie auf unterschiedlichen Höhen. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Weg damit. Das geht so nicht. Kann ich da nicht auf unterschiedlichen Höhen fahren lassen? Wie vermeide ich denn das? Ich glaube, es geht nur über M und N dann. Aber du wieder bis hier ran, aus irgendeinem Grund möchtest du. Wie wir das machen. Das ist doch genau die Stelle, die ich eben hatte. Ach, die Stelle, genau die Stelle, die ich eben hatte, will er jetzt auf einmal nicht mehr. Na gut, so. Also, oh, hier sehen wir es auch. Dann du noch ein Stück runter. Boah. Ja, okay, ich sehe das Problem. Weil ich hier schon hochgehe. Dann eine andere Idee. Wenn ich hier noch nicht hochgehe. Nur dieses Stückchen hier. Wieso sind die jetzt nicht mehr? Ja, kurios. Da hat es im Nachhinein die einzelnen Abschnitte der Schienen geändert. Ist trotzdem mal wieder ungefähr bis hierher. Bis dahin war es ungefähr. Und wenn wir hier erstmal noch ein Stück geradeaus gehen, die Höhe halten, geradeaus wird man natürlich so oder so, dann erst nach oben gehen. So. Hier aus dann nach oben. Würde ich vielleicht sogar noch mal das Depot setzen, und zwar weiter in Richtung der Schienen, die wir jetzt gerade setzen. Also. Depot. Bis hier ran. Dann kann ich auch gleich mal, das habe ich vergessen, die Gleise elektrifiziert hinmachen, weil alles, was jetzt kommt aus dem Depot, muss ja dann auch oder muss nicht. Hier die links nicht. Aber das hier rechts muss ja elektrifiziert sein, damit wir zumindest die Züge bis hier rauf bekommen. So. Hier hat man gesagt, wenn möglich, so dass das Ganze fluchtend ist. Kannst du ein bisschen hersetzen. Ja. Wenn wir sogar bei 95. Hinten 106, das passt schon. Hier schaut es bei Weitem nicht so schlimm aus. Das nehmen wir so. Gekauft. Und hier 1, 2, 3, 5. Davon ab. Hier brauchen wir eigentlich keine Oberleitung dann. Wir entscheiden mal uns, wie gesagt. Nach. 120 aber lange mit. Das auf 19 geändert. So, jetzt weiter zu hier. Jetzt haben wir noch 119. Ach, das gehört zu dem linken Schienenstrang hier mit. Der hat das jetzt zwei geteilt. Okay, ich verstehe. Ja, da hat er das gemacht. Aber es kommt hier nicht auf jeden Meter an. Ich setze das jetzt einfach. Und dann überdenken wir das nochmal. Wir haben einen Weg jetzt hier drüben drauf. Und kommen dann von hier aus potenziell auch hier auf dieses Gleis. Und damit kommen wir auf alle hier drüben. Das ist nicht verkehrt. Und da fällt mir ein, vielleicht hätte ich dann hier an der Stelle gar nicht das Signal gebraucht.
sondern wir setzen das hier vor, noch vor der Kreuzung, oder bei der Kreuzung, hier vor der Weiche noch mit hin. Damit die sich alle, wenn nicht im Weg rumstehen. So, und dann, wenn wir hier rechts rüberfahren, kommen wir nicht nur auf die beiden Gleise hier drüben, sondern schaffen es auch noch hier rüber und hier mal eine Doppelkreuzungsweiche, auch wenn ich mir das nicht taugt mit der 40 km/h, es geht schon auch. Dann nur noch schnell das Ganze elektrifizieren hier. Wir haben einen elektrischen Weg bis hier rüber. Ziehen wir das hier weiter. So. Und dann ist ein Stück weit elektrifiziert was von der Strecke. Der Rest fährt bisher ohne. Weil wir noch nicht wissen, ob wir da wirklich elektrische Züge drauf fahren lassen. Gut. Dann würde ich sagen, mach's noch ein Stück hübsch. Setz Signal und allen drum und dran. Werd schon mal die Züge aufgleisen lassen. Zeige ich euch dann gleich welche. Ich werde hier auch, glaube ich, Busse. Wir haben jetzt keine neuen, doch haben es nicht. Ich werde noch ein paar draufwerfen. Die brauchen ja eh im Moment, ehe sie hierher gefahren sind. Einfach in die Busse würde ich, glaube ich, draufwerfen. Abends können wir vielleicht mal irgendwann zusammen machen. Und wenn dann erstmal ein paar Leute mitfahren und wir hier ein paar Züge drauffahren haben, denn wir wollen ja nicht nur alleine hier rumfahren, sondern auch ein paar entgegenkommende Züge haben und dergleichen, dann würde ich sagen, hole ich euch wieder dazu und dann machen wir eine kleine Mitfahrt. Bis gleich. Gut, kleine Änderung noch. Dieses Mini-Straßenstück, was wir in der vorletzten Folge gesetzt haben, das habe ich mal weggenommen. Denn das brauchen wir gar nicht mehr, weil ja hier das große Passagiergebäude noch steht. Und das reicht, um hier im Prinzip den Anschluss zu bieten. Und ja, damit erreichen wir im Prinzip alles Wichtige. Und das hier hat die Busse wirklich so extrem aufgehalten. Es fahren so schon recht viele. Bin mir überlegen, wieder ein paar runterzuwerfen. Am Anfang dachte ich noch, wir brauchen es. Mittlerweile ohne dieses Mini-Straßenstück. Das entlastet das doch ordentlich, weil sie nicht erst hier rechts abbiegen müssen und dann nochmal geradeaus über die Kreuzung zu fahren. Das macht es halt viel, viel schneller. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Na, so nicht. Das machen wir auch gleich mal. Dass wir da noch ein paar runternehmen. Zum Beispiel hier die letzten drei. Da. Und dann fahren wir eine Runde mit. Wir fahren leider nicht ganz voll, aber die Stadt wächst auch noch. Sie ist erst bei 900 Einwohnern. Erst bei 900 Einwohnern. Wächst aber noch bis zu 1200, 1300, schätze ich, auf alle Fälle. Und das pusht auch gleich noch die anderen Städte ein Stück weit mit. Ihr seht auch schon die ganzen Lichtsignale. Ganz schön, dass wir jetzt auch die neuen Signale haben. Gerade in Polen macht sich das bemerkbar. Am Anfang waren hier 6 Wagen drauf, das sind die A47 mit den Donnerblitzen drauf. Da waren 6 drauf, mittlerweile sind es glaube ich 10 pro Zug. Und ihr seht schon, ich hätte mir gar keine Sorgen machen brauchen, von wegen, dass sie nicht schnell genug beschleunigen würden oder dergleichen. Das läuft hier locker flockig. Gut, jetzt im Moment ist es auch kaum Anstieg, aber auch bei den anderen Sachen, das habe ich dann doch ein wenig unterschätzt. Die neue Lok, das war doch ein wenig eine Überraschung, nicht schlecht. Aber na gut. Schauen wir mal, wie wir hier klarkommen. Weil das Problem ist, glaube ich, im Moment wirklich das, was ich schon mal angesprochen hatte. Ich glaube, in dieser Folge war es, dass wir nicht genügend Gewinn machen im Moment. Oder zumindest nicht so, dass wir im positiven Bereich laufen. Wir sind knapp unter dem positiven Bereich. Wenn man bedenkt, wie viel Kapital hier drin steckt. Das kann man eigentlich, glaube ich, mal sogar nachschauen. Man kann, ist gar nicht mehr richtig mit drauf. Auf alle Fälle, hier stecken bestimmt 200 Millionen drin. Und dafür machen wir halt noch 1 Million pro Strecke minus, also ungefähr 2 Millionen noch minus. Da muss noch ein bisschen mehr wachsen, damit die wirklich im Plus sind. Also wenn die Städte mehr wachsen, fahren ja auch mehr Leute mit. Und gerade bei Midgard merkt man es, dass das so ein Stück hinterher hängt, hier hoch und hier runter fahren weniger als zwischen München und Berlin. Aber dadurch, dass es ja auch so langsam in den Tausenderbereich aufsteigt, wird das schon irgendwie werden. Mache ich mir weniger Sorgen. So, hier kommen wir auch schon mit den anderen zwei Gleissträngen zusammen. Die hatten wir hier hochgelegt für die Treibstoffraffinerie. Hätte ich jetzt gleich nochmal die Waffe auf der linken Seite darauf hinweisen können. Und seht auch noch die Flugzeuge. Einmal Passagierflugzeuge und dann noch die mit den zwei Tragflächen.
die Güter hin und her bringen. Aber von hier sieht man jetzt leider München noch gar nicht. Da sind die Gebäude noch nicht groß genug, aber das wird noch. Und ja, da vorne müsste es dann auch gleich schon zu unserer Rechten die nächsten zwei Gleisstränge geben. Und da kommt auch schon wieder ein Zug entgegen. Schön, es hat sich gelohnt, glaube ich, noch einen Moment abzuwarten. Ihr seht auch, die Züge sind etwas länger. Auch kaum noch Krach. Ja, und da kommen die nächsten zwei Gleisstränge. Haben wir vorbereitet. Und dann fahren hier im Prinzip einige wenige Züge mit sechs Gleissträngen entlang, weil vier Gleise einfach noch gar nicht belegt sind. Aber das soll ja alles noch kommen. Ich hätte mir sogar überlegt, vielleicht demnächst nochmal eine Passagierlinie anzupacken. Oder allen voran für Berlin vielleicht die Werkzeuge. Oder München Waren. Also da findet sich auf alle Fälle was. Muss man mal schauen, was denn wirklich als nächstes kommt. Oh, da oben. Es ist Valerian, was wir da oben sehen. Es ist schön, es so hügelig, so bergig zu haben. Du kannst so weit schauen, wenn du nur hoch genug bist. Aber das macht natürlich auch das Hoch- und Runterfahren schwierig. Ich glaube, die Loks haben hier so viel Leistung, dass wenn ich die höchste Steigung genommen hätte, hätten sie das auch noch gepackt. Vielleicht nicht komplett mit Höchstgeschwindigkeit, oder mit Höchstgeschwindigkeit sicherlich. Vielleicht nicht ganz so schnell. Aber sie hätten es irgendwann gepackt. Es ist schon... Ich bin begeistert von den neuen Loks. Wenn man sich überlegt, wie lange wir hier mit den Dampfloks gestruggelt haben, vielleicht gar nicht dann jetzt auch alles zu groß, weil ich davor halt die Züge nicht ganz so lang machen konnte und dafür mehrere nutzen musste, weil die Dampfloks zwar schon eine ganz nette Geschwindigkeit erreicht haben, aber irgendwie fehlt es an Zugkraft. Und die Elektroloks liefern das definitiv. Die ziehen da durch, die kennen da gar nichts. So, und von hier geht es dann noch ein Stück weiter aus. Da kommt noch so ein Knackpunkt. Habe ich mir schon angeschaut. Ich muss sagen, das finde ich ist eine sehr schöne Lösung, wie sie das gemacht haben. Das hatte ich schlechter in Erinnerung. Das kann aber auch noch aus Transportive 1 Zeiten sein. Vielleicht hätte ich da einfach nochmal das Ganze checken sollen. Da seht das schon, da teilen sich die Tunnel wieder auf. Da verschwinden zwei der Linien. Und hier ist einfach nur eine Wand, die nur dünn ist und dann sich aufteilt. Aber das ist besser, als dass im Prinzip die Wände ineinander reinstehen, ähnlich wie wir das hatten mit den Brücken, ihr erinnert euch. Das passt schon. Und da sehen wir auch schon den Bahnhof, wo wir dann anhalten wollen. Da stehen sicherlich schon eine ganze Menge Leute rum, die alle mit nach Berlin wollen. Das ist der Teil der Strecke, der am meisten Einnahmen macht. Man muss aber auch sagen, die A47 hier ist ein Stück teurer als die anderen Loks, die wir haben. Natürlich auch viel leistungsstärker. Nur dementsprechend sind die Unterhaltskosten aber auch höher. Was dann wiederum daran zu Buche schlägt, dass wir hier kaum Gewinn machen. Das heißt, die Dampfloks, auch wenn sie nicht ganz so gut sind, machen mehr Gewinn. Möchte ich aber auch hier nicht auf der bergigen Strecke fahren lassen. Aber da sehen wir es nochmal. Zwei Flanks, guckt man, wie lang die mittlerweile sind. Da müssen wir mit Doppeltraktion fahren. Hier lohnt es sich noch nicht. Nicht nur mit Doppeltraktion zu fahren, sondern auch das länger fahren zu lassen. Wir haben eine Länge von ein Stück über 150 Meter. Da sind es 320 fast. Ist schon nochmal definitiv was anderes. Müssen ganz schön viele Leute ausgeladen werden und wir hätten theoretisch losfahren können, wir sind noch nicht mehr voll. Ich habe die erst mit 8 Wagen, also erst mit 6 fahren lassen, dann nochmal mit 8 und jetzt mit 10. Und mit 8 hat es noch nicht ganz gereicht, um hier alle Leute mitzunehmen, aber so wie es jetzt ausschaut, nur 100, knapp 140 von 170. Da geht noch was. So, liebes Autosave, wie lange brauchen wir denn noch? Ein wenig Lotter, wenn ich bitten darf. So, weiter geht's. Oh, da ist er gerade voll durch den Bodenbelag gegangen, zur Treppe zu kommen. Das war aber ein flottes Ein- und Ausladen. Aber da seht ihr auch schon, trotz Doppelgespann, wir beschleunigen hier. Ja gut, wir sind noch ein ganzes Stück kürzer, aber wir beschleunigen trotzdem schneller. Macht einen Unterschied, definitiv. Da drüben Plastikfabrik, Ölfabrik. Lies mal vielleicht demnächst mal an. Bin ich schon gespannt drauf. Bei uns geht es ein ganzes Stück runter. Da drüben geht es im Prinzip auch ein Stück runter. Und dann hier da drüben entlang die untere Brücke. Um dann auf dem anderen Flussufer weiterzufahren Richtung Raccoon City. Hinten seht ihr auch schon ein Stahlwerk. Das haben wir noch nicht angeschlossen. Und auch hier gehen dann im Prinzip die anderen zwei Schienenstränge noch ab, die Öl hin und her liefern sollen. Das ist da die Ölfabrik. Die Stahlfabrik ist noch dahinter, hinter dem Waldstück. Sehen wir von hier aus gar nicht. Na gut. Und wir können uns jetzt hier einen Blick
anschauen, genießen den Anblick, meine ich. Hier gabelt sich der Fluss nämlich auf und mündet dann jeder Fluss in einen großen See. Wir hatten leider noch kein Schiff drauf, doch in den einen See, aber da geht noch ein Stück mehr. Hier oben fährt noch gar nichts. Wir sind ja auch erst im Norden angekommen. Ich dachte mir, es wäre wichtiger, vielleicht mal die Neulok auszupacken. Ist auch recht leise. Auch so, man hat das Eindruck, wenn du hier gerade ausschaust, ist ein Stück leiser. Die Maschinengeräusche. Ja, definitiv. Als wenn du hier zur Seite schaust. Und die Elektroloks sind doch nochmal ein Stück leiser. Insgesamt. Wir sind da oben bei ungefähr 200 Höhenmeter gewesen. Da war ja auch ein Berg, der über die 400 geht. Über 450 Meter sogar. Und wenn die Bäume hier weg sind, dann kann man da hinten auch noch die nächsten Berge sehen. Die sind auch bei ungefähr 200, 300 Metern auf alle Fälle. Da hinten ist dann auch nochmal irgendwann ein Dorf. Das schließen wir jetzt noch nicht sofort an. Aber die kleinen Dörfer mit anzuschließen, das lohnt noch nicht so wirklich. Je weiter weg von den Flüssen, desto kleiner sind die Dörfer in der Regel. Habe ich so platziert, weil ich mir dachte, das ist eine ganz schöne Stadtwachstumsquelle, so ein Fluss. Egal, ob man es... Oh, da ist ein Zug an uns vorbei. Da war ich zu langsam. Egal, ob man es auch für die Transportwege sieht, das ist halt viel günstiger, so ein Schiff hin und her zu schicken. Oder auch als Nahrungsquelle. Du brauchst natürlich auch irgendwo Wasser. Sieht man auch mal, wie ich es aufgeschüttet habe. Ist etwas welliger geworden als gedacht, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Man schaut es gar nicht so gewollt aus. Ja, da drüben unsere Riesenstadt New York City ist schon ein ziemlicher Klapper. Da fährt dann auch die S-Bahn lang. Hier übrigens auch nochmal die. Eine der ersten Steilbrücken, die wir gesetzt haben, sind gleich so ein Riesending bei der Stadt. Und hier fahren jetzt, wie gesagt, auch die S-Bahn lang. Dann nutzen wir schon mal von den 6 Gleisen, die in dieser riesen Bahnhofshalle hier lang gehen. Hier. Da kommt auch schon die erste S-Bahn. Auch wieder mit Doppelbespannung. Aber ohne die Donnerbüchse, sondern mit den Eiachsen heißen die, glaube ich, die Wagen. Aber die Bahnhöfe füllen sich so langsam. Ähnlich wie man das im Süden hatten. Wir sind ja im Süden der Karte gestartet. Und haben dann nach und nach die einzelnen Plätze noch weiter geführt. Und jetzt auch hier im Norden, es wird langsam alles voller. War auch mal die Zeit, dass wir wieder uns mit ein paar Passagieren beschäftigt haben. Das ist nochmal irgendwo ein Stück weit eine andere Herausforderung als das mit den Gütern. Wobei es im Endeffekt für mich, glaube ich, darum geht, da eine schöne Strecke hinzuzimmern. Und da kann es ruhig auch etwas gemütlicher zugehen mit den Zügen, weil die Güterzüge sind ja eher ein Stück langsamer. Ich glaube, unsere schnellsten Güterwagen sind im Moment bei 80 km/h, die hier bei 100. Was gar kein so großer Unterschied ist, das wird jetzt aber immer weiter auseinanderklaffen, die Lücke, die da herrscht. So, wie geht's dann nach oben? Wir sind jetzt schon bei 60 km/h. Ich glaube, wenn die Züge noch länger werden, dann dauert es auch ein ganzes Stück länger, aber selbst dann, der Zug zieht hier und zieht, der packt das. Ohne Problem, wir sind jetzt bei 70 km/h. Hier geht's halt schon ordentlich bergauf. Irgendwie gibt's okay, so ein leichtes Stück, kann das sein? Gut, es sind auch hier zwei große Städte. Und da geht's dann in den Tunnel. Und da kommt auch, glaube ich, uns schon die nächste Lok entgegen, kann das sein? Ich glaube schon, das schaut so aus. Ein bisschen seltsam, dass da hinten im Tunnel alles ein Stück heller ist. Soweit berechnet er den Tunnel scheinbar nicht. Aber das passt schon. Dafür läuft es flüssig. Hat man schon ganz anders. Nett. Sehr nett. Läuft gut. Ja, 90 km/h. Wir sind noch nicht mal in der Kurve, aber man merkt schon, am Anfang ging das noch ein Stück schneller. Die 100 werden wir auf alle Fälle erreichen, aber ich glaube, allzu lange darf ich den Zug dann gar nicht mehr werden lassen. Andererseits, wir haben schon über 150 Meter erreicht, 320 Meter ist das Maximum für die Bahnhöfe. Wird schon werden. Aber ich fürchte, ähnlich wie bei dem anderen Stück eben, diese Schleifen, deswegen habe ich die Strecke auch Schleifchen genannt und Schleifchen 2. Einmal gegen den Uhrzeigersinn, einmal mit dem Uhrzeigersinn. Weiß nicht. Also ihr seht schon, mein Problem mit den Tunneln. Da geht irgendwie mehr. So, rein. Vom Ansehen her. Nicht so schön damit zu fahren, aber. Da kann ich euch noch ein paar interessante Dinge erzählen. Ich glaube, wir hätten sogar eine direkte Strecke hinbekommen. Dass wir die einfach mit maximaler Steigung hier langfahren lassen. Die sind mittlerweile leistungsstark genug dafür. Weiß aber nicht, ob mir das so gut gefallen hätte. Das wäre bestimmt sehr. Sehr einfallslos dann gewesen.
nicht schon mal ausprobiert? Das klappt wunderbar, dass du 10 Millionen Bahnhöfe hinstellst, anstatt einen großen. Im Prinzip in alle Himmelsrichtungen einen extra Bahnhof hinstellst, um absolut immer die kürzeste mögliche Strecke zu haben. Dann erzähle ich auch gleich weiter. Auf der rechten Seite seht ihr aber noch einen wunderschönen Anblick. Und allein dafür schon, für solche Kleinigkeiten hat sich schon gelohnt. Auf der rechten Seite noch mal gleich New York. Worauf würde ich hinaus? Achso, das möglichst effizient zu trennen, das haben wir gepackt. Auch auf dem Schwierigkeitsgradsperr, oder habe ich gepackt auf dem Schwierigkeitsgradsperr. In Transport Fever 1 war das damals noch. Da hinten sind wir so in Raccoon City. Wir können ganz schön weit schauen. Da gibt es dann aber auch irgendeinen Nebel da hinten. Und ja. Es macht halt, das ist super effizient, macht aber weniger Spaß. Und dadurch, dass wir im Moment schon relativ viel Geld kriegen, ist, wenn wir hier mit der Strecke mit Minus rausgehen. Wir machen mit den anderen Strecken immer noch so viel, dass es kaum eine Rolle spielt, ob wir hier ein bisschen Geld verschwenden oder nicht. Von daher, was soll's. So. Hier habe ich die Signale ja schön platziert. Wenn wir beide rot hätten, würden sie sich gegenseitig zuwinken können. Auch ich finde die Tunnelportale sehr schön. Ich habe leider den Namen des Modders vergessen, aber das kann ich, wenn ihr es wissen wollt, gerne raussuchen. Da kommt uns noch ein Zug entgegen. Ist auch schön, dass es so geschlängelt ist. Gerade eben, wo man den Zug erblickt hat, hat er sich da noch lang geschlängelt, war in der Kurve drin. Konntest das schön mit anschauen. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Und hier bin ich noch am Überlegen, vielleicht ein paar Bäume rauszunehmen, dass wir mehr die Landschaft genießen können. Das Problem ist, da gibt es nichts, abgesehen von den Bergen, wenn man auch halb durch die Bäume sieht. Das ist halt wirklich eher der Gartenrand erreicht, so langsam. Und wir haben mittlerweile auch relativ viele angeschlossen. Ich schätze mal, so langsam, wir kommen Richtung Hälfte von dem, was wir anschließen können und was wir schon angeschlossen haben. Und ich würde dann auch, ich weiß gar nicht, ob der Stream dann vorher kommt oder nicht. Ich würde dann, glaube ich, im Stream auch wieder weitermachen. Das hatten wir ja schon mal. Und haben uns auf Verbesserungen gestürzt und allen drum und dran. Und ich würde gerne sowas wieder machen, wobei ich dann, glaube ich, mal ausnahmsweise was Neues reinmachen möchte. Dann seht ihr es zwar jetzt nicht auf YouTube, aber ich glaube, da eine kleine Ausnahme zu machen, das ist in Ordnung. Dass wir nicht nur irgendwas verstärken, was wir schon haben, sondern auch mal was Neues angehen. Damit wir endlich mal weiterkommen. Ich glaube, ihr habt das sicherlich letztens schon mitbekommen, es gab mehr so Projekte auf einen Schlag, sowas wie, wir hatten Humankind, wir hatten dann Through the Darkest of Times und so weiter. Da sind wir auch schon angekommen, wieder am Zielort. Ich will es auch dann auch gar nicht zu lange laufen lassen, aber vielleicht eher so Richtung Messe, Richtung Projekte. Könnt ihr mir ja schreiben, was ihr davon haltet. Ob ich das lieber vieles auf einmal am Stück habt, was mag ich zum Beispiel lieber, oder in regelmäßigen Abständen, wie zum Beispiel hier immer an Wochenenden, dass dann eine neue Folge kommt. Immer raus damit. Ansonsten, mir hat es sehr gefallen, die neue Strecke zu bauen. Ihr seht auch durch die Signale ganz gut, wo die Strecken lang gehen. Schon nicht schlecht. Ja, und dann entweder in Berlin die Werkzeuge mit anschließen, München die Waren und in Midgard. Midgard muss erstmal noch ein Stück wachsen, würde ich sagen. Aber ja, Ziel ist mittlerweile schon 1300. Das wird. Oder wir machen im Stream dann, oder haben gemacht, ich weiß noch nicht genau, wie die Planung da ausschaut. Vielleicht hier die Personenstrecke lang von Stuttgart nach Leipzig, nach Kreuzhard, damit wir den Süden auch nochmal besuchen. Aber das alles dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann.